Internets.de. Lecker, dieser Milchreis. Also eins muss man tüfteln lassen. Kochen kann er. Da! Lecker. So, geschafft. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber das Regal steht. Olli? Olli! Du hast den ganzen Milchreis alleine gefuttert. Oh, Tüftel, das tut mir leid. Ich dachte, du hast schon gegessen. Du dachtest? Weißt du, was ich denke? Du bist ein richtiger Rabenmitbewohner, der nur an sich denkt. Was soll denn das heißen? Du futterst mir das Essen weg. Du kümmerst dich überhaupt nicht um mich. Im Gegenteil, du lässt mich alle Arbeit alleine machen. Das nenne ich einen Rabenmitbewohner. Hey, Tüftel, komm mal wieder runter. Erstens habe ich mich entschuldigt. Zweitens koche ich dir gerne einen neuen Milchreis. Und drittens heißt es Rabenvater oder Rabenmutter. Aber nicht Rabenmitbewohner. Ach, Olli, das ist mir sowas von egal, wie es richtig heißt. Hier, fang an zu kochen, du weißt genau, was ich meine. Ja, schon, aber ich frage mich gerade, wieso Rabeneltern einen so schlechten Ruf haben. Ja, weil Rabeneltern mit ihren Kindern vielleicht genauso mies umgehen wie du mit mir? Also erstens gehe ich nicht mies mit dir um. Und zweitens kann ich mir nicht vorstellen, dass Rabeneltern schlecht mit ihren Kindern umgehen. Ja, und? Ja, und? Dem muss ich auf den Grund gehen. Im Wildpark Hanau leben zwei Raben, die ich am besten gleich mal besuchen werde. War ja klar. Aber gut, habe ich wenigstens meine Ruhe. Und Olli kann eh nicht richtig kochen. Der Wildpark in Hanau ist doch immer wieder eine Reise wert. Einfach toll hier. Hey, und ich bin zu früh dran. Zeit genug für einen kleinen Verdauungsspaziergang. Raben sind genauso neugierig wie ich. Aber irgendwie auch schaurig. So groß und schwarz wie die sind. Aber ihr Gefieder schimmert im Licht. Grün und blau. Okay, schön seid ihr schon. Aber eine schöne Stimme habt ihr nicht. Nö, man kann ja nicht alles haben, so wie ich. Oh. Ja. Hallo, Olli. Oh, hallo, Kathleen. Kathleen arbeitet hier in Hanau im Wildpark und ist meine Rabenexpertin. Warum sitzt du so weit weg? Hast du etwa Angst vor Raben? Quatsch. Aber ich frag mich schon, warum sie so einen schlechten Ruf haben. Das ist ungerecht. Raben sind wahnsinnig tolle, schöne, intelligente und nützliche Vögel. Darf ich vorstellen, Jakob? Und Hexe. Euch sieht man gar nicht an, dass ihr ein Männchen und ein Weibchen seid. Stimmt. Bei Kolkraben sehen Männchen und Weibchen fast gleich aus. Die Männchen sind nur etwas größer. Aha. Die beiden sind Kolkraben. Das heißt, es gibt noch mehr Rabenvögel? Na klar. Es gibt über 100 Arten von Krähen und Raben, die alle zur Familie der Rabenvögel gehören. Der Kolkrabe ist der größte Rabenvogel in Europa. Und ein paar der anderen Rabenvögel sehen wir uns jetzt mal an. Schwarzes Gefieder. Leicht gebogener schwarzer Schnabel, das sind Rabenkrähen. Elstern zeigen sich in schwarz-weißem Federkleid.
Auf der Wiese tummeln sich Saatkrähen. Sie sind schwarz gefiedert und haben einen hellgrauen langen Schnabel. Der bunte Rabe hier ist ein Eichelhäher. Und der Riese unter den Raben ist der rabenschwarze Kolkrabe. Tolle Vögel, diese Rabenvögel. Und ganz schön unterschiedlich sind die. Aber gehen alle Rabenvögel so nett miteinander um wie Hexe und Jakob? Nur wenn sie sich so mögen wie Hexe und Jakob. Sind Hexe und Jakob ein Paar? Die beiden sind doll ineinander verliebt. Echt? Und woher weißt du das? Kolkraben, die nicht miteinander verbandelt sind, streiten sich oft. Die beiden tun das nicht. Im Gegenteil. Sieh mal, sie spielen miteinander. Kolkraben, die sich einmal ineinander verliebt haben, bleiben für immer zusammen. Ah, aber Kinder haben sie keine, oder? Nein, Hexe ist noch zu jung. Du und die Kinderstube von kleinen Raben, die sehen wir uns jetzt gleich mal an. Alle Piepmätze Schnabel auf. Dann können Mama und Papa dicke Brocken reinlegen, damit ihr groß und stark werdet. Und aus eurem Babyflaum ein stattliches Gefieder wächst. Raben sind tolle Papas und Mamas. Ich verstehe gar nicht, wieso sie so einen schlechten Ruf haben. Naja, die kleinen Raben wirken sehr tapsig und unbeholfen. Deshalb dachte man lange Zeit, dass Raben ihren Nachwuchs schon früh im Stich lassen. Verstehe. Man muss eben genau hinschauen, bevor man sich ein Urteil erlaubt. Richtig. Heute weiß man, dass junge Raben eine tolle Kindheit mit viel Spiel, Jux und Tollerei haben. Jux und Tollerei? Ja, Raben sind sehr verspielt und neugierig, auch im Alter. Ah, deshalb hängen überall bunte Ketten an den Ästen. Genau, Raben beschäftigen sich gerne mit für sie ungewöhnlichen Dingen. Das will ich aber mal sehen. Gehört er jemandem? Nö? Na dann. Dum-di-dum-di-dum. Oh, was funkelt denn da? Ich hab ihn. Und schnapp. Ob da wohl noch ein Schatz verborgen ist? Das Ding hole ich mir. Klasse. Hätte nicht gedacht, dass ich so viel mit Raben gemein habe. Ich spiele auch gerne. Es gibt noch mehr Gemeinsamkeiten zwischen dir und Raben. Raben sind auch sehr schlau. Oh ja, also dass ich schlau bin, ist ja bekannt. Aber Raben? Raben sind mit die schlauesten Vögel, die es gibt. Und du meinst, der kriegt das jetzt wirklich auf? Ganz allein? Aber klar doch. Tatsächlich, der holt das Futter da raus. Klug wie Olli. Und was Raben sonst noch so drauf haben, sehen wir uns mal an. Der Vielfraß hat fette Beute gemacht. Und der Kolkrabe hat's gesehen. Achtung, Start! Geschickt schleicht sich der Rabe an, trickst den Vielfraß aus, führt ihn an der Nase herum. Derweil schnappen sich die Rabenkumpels die fette Beute. Ha, sind ja richtig freche Kerle. Da haben die sich doch glatt mit dem Vielfraß angelegt und ihm das Fressen gemopst. Raben sind nicht nur klug, sondern auch mutig. Das glaube ich. Aber können Raben nicht selber nach Nahrung suchen? Aber sicher, sie sind sehr vielseitig, wenn es darum geht, Nahrung zu finden. Und wo finden sie ihr Futter? Auf Feldern oder Wiesen, über denen sie im Suchflug kreisen. Sie setzen sich auch gerne auf Bäume, um einen guten Überblick zu behalten. Oder gehen zu Fuß und wühlen im Boden mit dem Schnabel nach Fressbarem. Und was fressen sie denn so? Raben sind nicht wählerisch. Sie mögen Würmer genauso gerne wie Körner oder Früchte. Und wie Raben ihr Futter suchen, na das sehen wir uns doch mal zusammen an. Unten auf dem Boden oder oben auf den Bäumen spüren Raben ihr Futter auf. Ich hab was und mach die Fliege. Schmeckt komisch, so ein Brötchen. Hey, gib mir was ab. Nö, der Rabe macht lieber einen Abflug. Auf dem Maisfeld lässt sich bestimmt auch noch was Fressbares finden. Echt vielseitig. Was fressen Raben denn besonders gern? Raben sind Allesfresser. Sie fressen also Fleisch und Pflanzen. Sie mögen kleine Wirbeltiere, Vogeleier und Würmer, genauso wie Mais oder Küchenabfälle. Sogar Aas schmeckt ihnen gut. Aas? Aber das sind doch tote Tiere, oder? Für Raben sind tote Tiere ein Leckerbissen. Werden Raben davon nicht krank? Natürlich nicht. Indem sie das Aas fressen, verhindern sie, dass sich Krankheitserreger bilden, die für andere Tiere gefährlich werden könnten. Ah, verstehe.
Raben sind also sehr wichtig und nützlich. Ja, sie sind so eine Art von Gesundheitspolizei. Und wie sehr Raben Aas mögen, sehen wir uns jetzt mal an. Ein reich gedeckter Tisch für zwei Raben. Doch lange bleiben sie nicht allein. Und schon fangen sie an, sich zu zanken. Hau ab, das ist unser Fressen. Los, zieh Leine, sonst kannst du was erleben. Wenn sich drei streiten, freut sich vielleicht ein Vierter. Raben streiten sich sogar um Aas. Das hätte ich nicht gedacht. Das zeigt nur, wie gut es ihnen schmeckt. Und alle haben einen Vorteil davon. Hey, Hexe Jakob, ihr seid tolle Vögel, ganz ehrlich. Auch wenn ihr leider nur krächzen könnt. Raben können nicht nur krächzen. Sie sind Singvögel, die über gut 30 verschiedene Laute verfügen. Singvögel? Ja, klar. Sie können grunzen und rülpsen und imitieren gerne andere Tiere oder Menschen. Raben sind wie Papageien. Das merke ich mir. Danke, Kathleen. Dann weißt du, was du wissen willst? Ja, du warst echt klasse. Na dann, tschüss, Olli. Tschüss, Kathleen. Es gibt über 100 Arten von Krähen und Raben. Sie alle gehören zur Gattung der Rabenvögel. Kolkraben sind die größten Rabenvögel in Europa und sie zählen auch zu den intelligentesten Vögeln. Kolkraben sind sehr verspielt und gehören zu den Singvögeln. Kolkraben, die sich einmal ineinander verliebt haben, bleiben für immer zusammen. Wenn Rabenküken aus dem Ei schlüpfen, sind sie blind und ohne Federkleid. Sie müssen rund um die Uhr gefüttert werden. Sowohl der Papa als auch die Mama kümmern sich darum. Raben sind also super Eltern. Oh, jetzt hätte ich ja fast was vergessen. Raben sind Allesfresser. Sie ernähren sich sowohl von Fleisch als auch von Pflanzen. Sie fressen sogar Abfälle und Aas. Sie verhindern damit, dass sich Krankheiten ausbreiten. Ja, so, das war's jetzt aber. Und jetzt ab zu Tüftel. Hallo Tüftel, wie geht's? Danke. Kann nicht klagen. Hatte ja meine Ruhe. Bis gerade eben. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Oh, Gummibärchen, Olli. Das ist ja mal was ganz Neues. Danke. Schmeckt irgendwie komisch. Olli, du Galgenvogel, das Haltbarkeitsdatum, es ist überschritten. Unglaublich. Du drehst mir deine alten, vergammelten Vorräte an. Das kann nicht sein. Du weißt doch, Gummibärchen werden bei mir nicht schlecht. Echt jetzt, Tüftel, das war keine Absicht. Wirklich nicht, Tüftel. Hey, da fällt mir was ein. Hast du eigentlich gewusst, dass Raben Allesfresser sind? Eher, die auch Abfall und Aas vertilgen? Nee, das wusste ich nicht. Aber weißt du, wie schwarz ich für dich sehe? Ich kann's mir fast denken. Rabenschwarz. Kindernetz.de